Aber das sind halt die normalen Stellen für Sattelzüge, wenn Sie mal schauen wollen. Es ist ein wunderbares... So, jetzt gucken wir mal Lendersdorf. Ich habe den Kunden gerade angerufen. Der war nur am Lachen, der hat das auch schon gestern erwartet. Also ich weiß nicht, durch wie viele Hände das schon wieder gegangen ist. Wahrscheinlich konnte der eine nicht fahren, der andere hatte keine Zeit. Dann haben wir das gekriegt. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich da gut reinkomme. Bauvorhaben Lendersdorf. Jetzt müssen wir mal gucken. Das sieht auf jeden Fall schon mal wieder sehr gut aus. So, in die Straße hier muss ich rein. Was? Ich kann nicht weitermachen, ich muss erstmal LKW wegsetzen, die Frau muss raus. Ich kann nicht weg. Leute, ihr müsst jetzt gleich in die eine Straße hier reinfahren. Jetzt habe ich meinen Stab bei ihr stehen, Alter, ne? Jetzt kommt der nächste LKW irgendwie von hinten. So, stehen bleiben, sonst komme ich nicht an mein Material ran. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück und wenn der PKW da hinten steht, der eben da stand, wo ich reingefahren bin, weil ich muss jetzt andersrum rausfahren, weil ich muss in die Richtung, wo ich hergekommen bin. Ne? Da geht einer her jetzt. Jetzt blendet die Sonne von hier. Ich weiß nicht, wie es da geht. Leck mich in den Tisch. Da hinten kommt eine Kehrmaschine. Willst du jetzt hier drehen oder willst du bis hier ans hinten raus? Ja, normalerweise. Wir fahren jetzt hier ein bisschen über den Randstein, also über den Bürgersteig. Dann müsste ich normalerweise rumkommen. Die Sonne blendet mich gerade ein bisschen. So, da muss ich jetzt drüber, ansonsten passt das glaube ich nicht.
So, dann halten wir jetzt gleich mal da vorne. Fahren wir jetzt links, dann halten wir da mal an. Und dann gucken wir mal. Dann müssen wir nach Belgien. Nach Büllingen, Belgien. Und dann gucken wir mal, was. Sagen wir mal, du hast 3 Stellen am Tag. 1 Lader, 2 Ablader. Und das beinhaltet ungefähr so 1,5 Stunden Arbeitszeit. Und wenn du dann sagst, ich mache heute eine 10er Lenkzeit, wie viel darfst du dann noch lenken, um auf eine 10er Arbeitszeit zu kommen? Wie gesagt, als Lkw-Fahrer hast du ja 10 Stunden Arbeitszeit. Dann hast du Feierabend zu machen. Also das sind bei mir ungefähr so 8,5 Stunden. Und dann stehe ich auch nach dieser Lenkzeit. Und es gibt den einen oder anderen Disponent, der sich da eventuell drüber aufregt. Herzlich willkommen im schönen Belgien. Wir fahren jetzt auf unsere 3. Baustelle. Quasi noch 5 Minuten. 5 Kilometer. 3 Kilometer. Da sind wir schon da. Hoffentlich haben wir da ein bisschen mehr Platz. Aber... quasi direkt hier, oder? Findet ihr das eigentlich auch alles? Wie viel Batterie habe ich eigentlich noch? Ah, Karte gleich voll. Findet ihr das auch alles so idyllisch? Idyllisch? Oh, da kommt ein Auto angepfeffert. Es ist auf jeden Fall sehr schön hier. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier an der Halle. Entweder ist das die hier oder das ist die da hinten drin. Das weiß ich nicht genau. Da muss ich mich jetzt mal schlau machen. Die Handynummer, die ich auf dem Lieferschein stehen habe, die ist falsch. Ich habe meinen Chef eben angerufen, dass der sich mal kümmern sollte bei den Kunden anrufen, dass die mir eine richtige Handynummer besorgen, weil da steht auch 1 Stunde vorher avisieren. Habe ich versucht, aber die Handynummer ist falsch. Und jetzt warte ich ungefähr schon so 2 Stunden auf den Rückruf von meinem Chef. Das kriegt mein Chef nicht, der ist draußen am Abladen, ne? Ist alles der Oberhammer hier, ey. Jetzt muss ich hier drehen und wieder zurück. Ich musste den Mann irgendwie erreichen. Ich musste jetzt in den Nachbarort fahren. Und dann habe ich mir einen organisiert, der den kennt. Einen kennt, der einen kennt. Ist einfach nicht zu fassen. So, hier sind wir jetzt richtig, da ist der Mann. Guck dir das an. Hier stand ich eben, aber wir haben ihn ja nicht erreicht quasi, ne? Unfassbar. Gute Stunde bis ins Haus. Ja. Dann geht es aber weiter. Ja, hi. Mario, ciao, ciao. So, wir fahren jetzt quasi ein kleines bisschen durch den Feldweg da, bis oben auf die Straße. So. Wo ist mein Staplerschlüssel? Ist ja kein Problem. Machen wir mal die Achse hoch, der soll durchdrehen. Ich komme in die Ruppe. Das Wandern ist es. Aber das sind halt die normalen Stellen für Sattelzüge. Wenn Sie mal schauen wollen, es ist ein wunderbares Bild. Soll ich hier mal gerade ein Bild für Insta machen? Alter, ich drehe am Rad.
Ey, ich hand schon hier alles. Ich bin froh, wenn der Tag vorbei ist. Eben bin ich auch mal hier dran vorbeigefahren. Da habe ich gedacht, das Navi schickt dich hier rein. Aber du kannst doch nicht hier reinfahren, das ist ein Feldweg. Ja. So, die haben mich noch mal nach Wesseling geschickt. Da habe ich ein paar Stahlröhrchen und so eine Drösschelade. Quasi. So, die haben mich noch nach Wesseling geschickt. Da habe ich noch geladen für Moin. Das ist eine Stahlbude mit Stahlröhrchen und hast du nicht gesehen. Da hast du ein paar Paletten, drei Stellen, eine Remscheid und die anderen. This was a really, really good day. And I hope I can do this, what I'm doing, every day. Because I like this. I'm so blessed.